Fußball. 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 Fuppes. Über Fußball rede ich doch gar nicht. Was soll ich denn über 22 Jungmillionäre reden, die einen Plastikball hinterherjagen? Hab ich besser auszutun. Kennen Sie Alfredo Di Stefano? Berühmter Fußballer aus den 50er Jahren. Einer der ersten Großverdiener. Der hat in seinem Garten eine Statue mit einem Fußball aus Marmor, darunter die Inschrift: Dir verdanke ich alles. In meiner Zelle hatte ich eine Postkarte mit einem Fußball drauf an der Wand. Darunter stand: Du bist an allem schuld. Ich habe 40 Jahre Profifußball gespielt. Ich habe an 5 Weltmeisterschaften und 3 Europameisterschaften teilgenommen. Keinen Moment gespielt. Das ist die Tragik meines Lebens. Ich hätte einen Einsatz verdient gehabt. Ich war immer wieder kurz davor und dann hat es wieder nicht geklappt. Alle waren gegen mich. Das ist die Wahrheit. Einmal hatte ich sogar schon die Trainingsjacke aus. Ich hatte mich schon warm gelaufen und dann haben sie einen Stürmer für einen Stürmer eingewechselt. Das kommt im Fußball äußerst selten vor. Aber bei mir ist das natürlich vorgekommen. Zum Teil haben sie mir Geld geboten. Geld, damit ich nicht spiele. Der Willi Schulz, der hat mir 1970 in Mexiko ein Eigenheim geboten, wenn ich eine Verletzung simuliere und er statt mir spielen kann. Ich hab's gemacht. Das Spiel ging 5-2 für uns aus. Die Abwehr hatte praktisch nichts zu tun. Diesmal war es die richtige Entscheidung. Diesmal. Der Franz, der Franz, der Franz, immer nur der Franz. Ich kann es nicht mehr hören. Der Kaiser, die Lichtgestalt. Wissen Sie, wer den Libero erfunden hat? Ich hatte damals die Idee, wenn immer mit 3 Stürmern gespielt wird und 4 Verteidigern, dann ist doch ein Verteidiger frei und der kann ein bisschen mehr nach vorne machen. Unglücklicherweise habe ich es dem Franz erzählt. Der hat sofort dem Schorsch erzählt und die haben es dann gemacht. Ich habe es Free Defender genannt. Franz hat es Libero genannt und ist weltberühmt geworden. Ha, mit Schorsch konnte man es machen, mit mir. Ich wäre nicht hinter der Mittellinie geblieben. Wer hinter der Mittellinie bleibt, so wie der Schorsch Schwarzenbeck, ja, für den reicht es höchstens zu einer Lotto-Toto-Annahmestelle. Und wer nach vorne geht, der wird Lichtgestalt. Der Schwarzenbeck ist überhaupt nur einmal in seinem ganzen Leben über die Mittellinie gegangen und prompt hat ein Gegentor gekriegt und einen Einlauf von Franz, der sich gewaschen hatte. Die Nationalmannschaft ist eine vom DFB bestimmte Auswahl deutscher Profifußballer. Eine vom Franz bestimmte Auswahl, würde ich sagen. Die Nationalmannschaft ist eine vom Franz bestimmte Auswahl deutscher Profifußballer. Erst als Mitspieler, dann als Teamchef und hinterher als WM-Organisator und Kolumnist. Ich spiele Manndecker. Ich fiesel den Ball vom Fuß. Ich grätsche von hinten in die Beine. Ich schneide die Laufwege ab. Ich hauche dem Gegenspieler meinen heißen Atem in den Nacken. Ich bin ein Terrier. Ich habe Andi Möller weinen sehen. Ich habe mit Gerd Müller Bier geholt. Ich bin mit Günter Netzer besoffen Ferrari gefahren. Ich habe mit Paul Breitner die Mao-Bibel gelesen. Bin mit Uli Hoeneß die Wurstlaster gefahren.
Ich habe Schmiere gestanden, wenn der Franz sich mit den Zimmermädchen vergnügt hat. Ich habe Helmut Schön und Berti Vogt tanzen sehen. Heutzutage kann man sich ja praktisch keinen Ballverlust mehr leisten. Ein Ballverlust im Mittelfeld, das ist praktisch sofort ein Gegentor. Die großen Verteidiger, ja, wie früher hier, die in einer Saison den Schuster und den Maradona umgetreten haben, das gibt's auch gar nicht mehr heute. Der Franz mit der 5. Die Lichtgestalt. Trifft immer und alles. Legt den Ball auf ein Weißbierglas und trifft von da ins Tor. Franz trifft immer. Ich habe nie getroffen. In 40 Fußballerjahren kein einziges Tor. Ich habe ständig Schmerzen. Eigentlich ist Fußball nichts für den Menschen. Der Mensch ist eigentlich nicht geschickt genug, um den Ball mit den Beinen zu spielen. Mit der Hand, ja, aber mit den Beinen. Wenn die Menschen sich gegenseitig den Ball mit Füßen zuspielen oder versuchen abzunehmen, verletzt sich sofort jemand. Das muss man schon können. Und das ist das Schöne am Fußball. Der Zufall spielt eine große Rolle. Ich spüre jetzt immer noch eine Knieverletzung, die ich mir 74 zugezogen habe. Und wenn das Wetter wechselt, dann denke ich an Malente. An die Dauerläufe rund um den See, an Helmut Schön, an die Jungs. Bei uns früher war immer Daktari-Konflikt. Das heißt, während auf dem ersten Sportschau lief, lief auf dem zweiten Daktari. Das war so eine Tierserie im Dschungel mit so einem Tierarzt irgendwie. Und mein Bruder, mein kleiner Bruder, der wollte immer Daktari gucken. Und da mussten wir Daktari gucken, während auf dem ersten Sportschau lief. Hinterher waren wir rübergezogen, aber es gab Zeiten, da mussten wir permanent Daktari gucken, wenn Sportschau lief. Daher bin ich allergisch dagegen, wenn jemand umschaltet bei Fußball. Wenn ein Schimpanse oder ein Löwe vorkommt, drehe ich komplett durch. Das hat die Ute doch gewusst. Das war doch ganz klar. Trotzdem hat sie es immer wieder gemacht. Meine ersten Fußballschuhe waren von Puma. Aber die hatten hinten an den Hacken keinen Schutz, die waren nicht gepolstert. Da sind beim ersten Mal schon die Hacken blutig gelaufen. Ich habe versucht durchzuhalten, aber es ging nichts, trotz Pflastern. Fußball muss hart sein, hieß es, Kampf. Die Trikots, die wir angezogen haben, die haben an den Brustwarzen gescheuert, das hat wehgetan, aber wem sollte man das erzählen? Wir haben auf Ascheplätzen trainiert. Da waren zum Teil Glassplitter drin. Wenn du dich da hingelegt hast, dann hast du Verbrennungen zweiten Grades gehabt. Da war nichts mit Brasilianisch. Die Bälle waren so hart aufgepumpt wie Basketbälle. Nichts mit Ballgefühl oder so. Fußball muss Arbeit sein, hieß es immer wieder. So wurde ich Verteidiger. Bei Endspielen hat die Ute immer mitgeguckt. Hat sich hingesetzt und blöde Bemerkungen gemacht. Kann ja nicht jeder einen Ball haben, die haben doch so viel Geld. Dann hat sie gelacht. 1970 war die erste WM, bei der ausgetauscht werden durfte. Aber ich habe trotzdem nicht gespielt. Grabowski kam da immer rein, Jürgen Grabowski, der Vater aller Joker. Für Reinhard Lebuda kam der rein. Der Reinhard Lebuda hat damals gegen Bulgarien sein Jahrhundertspiel gemacht. 3 Tore geschossen. In Gelsenkirchen, also auf Schalke, wo der gespielt hat, da gab es zu der Zeit eine Plakataktion von der Kirche. Da stand: An Jesus kam keiner vorbei. Außer Stan Lebuda hat einer drunter geschrieben. Warum habe ich 1970 nicht gespielt? Ich kann es Ihnen sagen: Wegen der Adiletten. Die Füße waren blutig. An Fußballspielen war überhaupt nicht zu denken. Adidas hatte zum ersten Mal Adiletten ausgegeben und die haben alle getragen im Badebereich. Und da, wo die Adiletten an die Füße kamen, da gab es so eine scharfe Stelle und da haben sich alle die Füße aufgeschnitten. Müller, Netzer, alle.
Die hätten fast ihre Mannschaft zurückziehen müssen. Es ist sehr lange verschwiegen worden. Ja, und dann hätte ich auch gespielt gegen Italien ohne Adiletten. Ich glaube, keinen, der das Halbfinale 1970 gegen Italien gesehen hat, kann Fußball danach kalt lassen. Das Spiel war bis zur Verlängerung relativ schlecht, das ist oft so. Fußballspiele sind oft schlecht, wenn man das Ergebnis kennt und nochmal guckt. Deshalb ist es so wichtig, dass man die Ergebnisse nicht verrät. Und die Ute hat das immer gewusst. Italien hat gewonnen. Wie immer. Gegen England gewinnen immer wir und gegen Italien gewinnt immer Italien. Ich würde alles dafür geben, einmal gegen Italien zu gewinnen. Gegen England gewinnen ist nicht schwer. Irgend so ein englischer Torwart wird den Ball schon durch die Hosenträger lassen oder irgend so ein englischer Starstürmer wird den Ball beim Elfmeterschießen schon in die Wolken hämmern. Die Ute fand es nicht so gut, dass ich Italien schlagen will. Ute hat Italien geliebt. Die tolle Landschaft und das gute Essen, die viele Kultur. Ich kann mir da nichts verkaufen für die tolle Landschaft und das gute Essen und die Kultur. Der hat so viel tolle Landschaft und Essen und Kultur, der Italiener, der kommt überhaupt nicht zum Wesentlichen deswegen. Es behindert ihn geradezu im Alltag. Aber der Kaffee, hat Ute immer gesagt, der Kaffee ist doch so gut. Ja, und mit gutem Kaffee führe ich auch kein Land aus der Vergangenheit. Wenn ein italienischer Innenverteidiger, so ein H&M-Model, ja, mit so schwarzen Locken und so, wenn der den Ball immer wieder sinnentleert aus der Gefahrenzone zimmert, ja, dann ist das Fußballkunst und große Defensivkunst und so, ja. Und wenn das ein deutscher Spieler macht, ja, dann heißt es schon wieder Panzerfußball oder Feldwebel oder Blitzkrieg. Die 72er-Mannschaft war das Beste, was wir jemals hatten. Der Franz und der Günther haben praktisch alles schwindelig gespielt. Die haben damals schon mehr gemacht, was sie wollten. Wir haben es ausbaden müssen. Wir hatten ein Straftraining, weil der Trainer sauer war. Und Franz und Günther haben sich in der Disco vergnügt. Hacki Wimmer hat sich die Hacken abgelaufen und der Dicke hat sie vorne alle reingemacht. Traumhaft. Wembley. 3 zu 1 gewonnen. Aber jetzt mal ehrlich, wenn Sie das Spiel heutzutage auf YouTube angucken, es ist gar nicht so spektakulär. 20, 30 Minuten vielleicht, der Rest Arbeit, reine Arbeit. Ist doch alles Legende. Die Ute hat Fußball gehasst, obwohl sie in einem Vereinsheim gekellnert hat. Sie hat immer gesagt, sie hat ihre halbe Familie durch Fußball verloren. Als sie 7 war, da hat ihr Vater sich von ihrer Mutter getrennt wegen Fußball. Und sie musste dann immer in der Küche stehen und Schnittchen schmieren, während ihr Vater und ihr Bruder auf dem Sofa saßen und Fußball geguckt haben. Deshalb hat die Ute Fußball gehasst. Ist ja heute geradezu exotisch. Heute lieben ja alle Fußball. Es war mal anders. Ich kenne sie noch, die Zeit der Verfolgung. Wir haben uns in Hinterzimmern getroffen. Hier die 68er, die haben Fußball gehasst, die haben immer gesagt, Fußball ist Opium fürs Volk und so. Und heute? Heute steht meine alte 68er-Tante, die durch besondere Verbote gegen Fußball aufgefallen ist. Heute steht die bei einem Halbfinale von der EM ohne deutsche Beteiligung, steht die da und lässt so halbkompetente Kommentare los wie, die Holländer geraten jetzt aber ganz schön unter Druck. Diese ganzen Event-Fußballgucker, die so eine WM in Flipflops und mit Lachsschnittchen gucken. Die machen doch das Spiel kaputt. Die können die Qualität von Fußball doch überhaupt nicht beurteilen. Für die ist doch nur wichtig, dass Deutschland am Ende gewinnt. Irgendjemand stochert in der 78. Minute den Ball über die Linie und dann ist Party. So macht man doch den Fußball kaputt. Griechenland wird Europameister mit der Methode. Es gibt dem Rehhagel doch am Ende noch recht. Bei der WM 2002 wollte die Ute auf einmal schon ein Halbfinale mitgucken. Gegen Südkorea damals.
Ich hatte meinen Kumpel Wolle eingeladen, wir wollten das Spiel zu zweit gucken. Ich kann nicht mit so vielen gucken wie heutzutage alle. So Event-Gucker oder so, ich kann das nicht. Der Wolle kam und wir saßen auf dem Sofa und Wolle hat permanent an Nägeln gekaut, so nervös war. Ute hatte aber die Fernbedienung. Sie hatte Sushi gemacht, das passt zwar besser zu Japan, aber egal. Eine Viertelstunde vor Anpfiff war die immer noch auf einem anderen Programm. Da haben wir gesagt, hey, wir wollen auch gerne die Hymnen und so sehen. Da hat Ute gesagt, ach was, das ist doch nationalistischer Scheiß. Und dann hat sie auf einem Programm eine Wiederholung von ihrer Lieblingsserie aus den 70er Jahren gesehen, Der Bastian. Und ja, und dann hat sie festgestellt, dass sie die Folge noch nicht kannte und dann hat sie die Folge zu Ende geguckt und wir haben eine Viertelstunde vom Viertelfinale verpasst. Das muss man sich mal vorstellen. Fußball-Weltmeisterschaft. Seitdem war natürlich Fußball noch ein schwereres Thema bei uns. Der Franz hat mich verhindert, das ist Fakt. Ich weiß es, weil man es mir erzählt hat. Franz' ganzes Glück war mein Pech. Alles Pech, was der Franz nicht gehabt hat, das habe ich gehabt. Außer einer Eigentorserie in den späten 70er Jahren habe ich alles Pech vom Franz geerbt. Fußball ist ein schweres Spiel. Wenn du fünf mittelmäßig begabten Leichtathleten sagst, die sollen sich hinten reinstellen und den Ball immer raushauen, dann haben selbst begabte Stürmer Probleme, dagegen anzukommen. Aber dann, wenn plötzlich doch ein Fehler passiert und ein Tor fällt, dann wird es spannend. Auf der anderen Seite ist Fußball noch viel komplizierter als Schach. 22 Spieler, aber die dürfen machen, was sie wollen. Jetzt versuchen sie es ja statistisch in den Griff zu kriegen. Sie kriegen es aber nicht in den Griff. Alles schwer zu erklären. Irgendwie muss der Körper sich ausdrücken. Da, wo ich herkomme, da haben wir kein natürliches Rhythmusgefühl oder so. Kein Samba im Blut oder so. Da drücken sich die Emotionen nicht beim Tanz aus. Da gibt es nur Fußball. Alle Illusionen, alle Träume, die ich habe, sind Fußballbewegungen. Wenn ich mir Glück vorstelle, dann ist das eine Direktabnahme oder ein Fallrückzieher. Wenn du das Endspiel 74 siehst, dann musst du eigentlich sagen, die Holländer waren besser. Die hatten die beste Mannschaft der Welt. Die haben sich selber fertig gemacht. Der Cruyff hat in der Halbzeit Zigaretten geraucht. Das muss man sich mal vorstellen heutzutage. Der Lahm raucht in der Pause eine selbstgedrehte oder so. In der zweiten Halbzeit sollte ich kommen. Ich hatte die Trainingsjacke schon aus. Ich stand auf dem Kabinengang und da stand der Cruyff mit seiner Zigarette und auf einmal sagt der Cruyff zu mir, hier halt mal, gib mir seine selbstgedrehte. Dann kommt der Helmut Schön vorbei und sieht das und sagt, Lothar, kannst du die Jacke wieder anziehen, das war's dann. '82 war das, was sonst immer der Franz war, der Paul. Der Paul hat die Mannschaft aufgestellt. Der Paul brauchte Drembler von Bayern München natürlich. Noch ein Skandalspiel gegen Österreich. Stillhalteabkommen. Deutschland wäre mit einem Torunterschied gegen Österreich weitergekommen und Österreich auch. Algerien würde ausscheiden. Also hat Herr Rubesch irgendwann in der 15. Minute das 1:0 gemacht. Und dann haben sich den Ball nur noch hin und her geschoben. Pff, Österreich. 4 Jahre davor haben sie noch gekämpft gegen uns und auf einmal sind sie übergelaufen. Das kennen wir ja. Ich hätte spielen können gegen Österreich. Aber ich habe es abgelehnt. Ich habe diese Sauerei nicht mitgemacht. Da war ich stolz drauf. Schlimm war nur, dass die Ute es überhaupt nicht kapiert hat. Weil die Qualität von Fußball überhaupt nicht beurteilen kann. Für die sieht alles gleich aus. Warum hast du nicht gespielt? War doch deine Chance. Nicht kapiert. Der DFB hat viele große Fußballer verkümmern lassen. Da stehe ich in einer Reihe mit Bernd Schuster. Wenigstens etwas, was ich mit einem Weltklasse-Fußballer gemeinsam habe. Im Halbfinale hat der Toni Schumacher den Batiston umgenietet, klar. Brutales Foul, ohne Frage. Aber ich frage jetzt mal ehrlich, was hatten Sie denn gemacht?
Das Halbfinale ist kein Kindergeburtstag. Da brennen die Sicherungen durch. Danach haben uns die anderen noch mehr gehasst als vorher. Warum haben uns die anderen immer so gehasst? Ich kann es Ihnen sagen. Weil wir trotz offensichtlicher Formschwäche es immer bis ins Halbfinale oder Endspiel geschafft haben. Deshalb. Hier der Gary Lineker, englischer Fußballer, der hat mal gesagt, Fußball ist ein 11 gegen 11 Spiel und am Ende gewinnt Deutschland. Fußball ist ein 11 und 11 Spiel und am Ende gewinnt Italien. So sieht's mal aus. Wenn Sie mich fragen, was ein Wunder, dass wir überhaupt bis ins Endspiel gekommen sind. Das Trainingslager war eine einzige Party. Schluchsee, wo wir waren, hieß Schlucksee, haben wir gesoffen. Allen voran der Paul. Wir haben die Bierflaschen auf der Torlinie aufgebaut und umgeschossen. Und abends haben wir gepokert. Dabei habe ich dann das Eigenheim verspielt. In den 80ern wurde zum ersten Mal richtig Kohle verdient. Die 80er sind aber auch die Zeit, in der die Fußballer den Respekt vor den Fans und vor dem Spiel verloren haben. Trotzdem waren die 80er meine Glanzzeit. Verteidigen hieß die Devise. Die Defensive wurde immer stärker gemacht. Die Stürmer fanden einfach kein Mittel durchzukommen. Und ich gehörte zu denen, die ihm im Weg standen. Ich sage immer eins. Mit mir wäre der Van Basten da nicht durchgekommen. Jupp Derwall, der damalige Trainer, der hat mich trotzdem nicht aufgestellt. Er hat auf mein Verständnis gesetzt. Alle haben immer auf mein Verständnis gesetzt. Du bist doch schon so lange dabei, Lothar. Hast doch Verständnis für die taktischen Zwänge. Nein, hatte ich nicht. Eine einzige Halbzeit hätte mir gereicht. Ich hätte auch gegen Liechtenstein gespielt. Oder gegen Albanien. Ich hätte mir auch eine Halbzeit gegen die Färöerinseln den Arsch aufgerissen. Und so? Kein Ball, kein Spiel, kein Tor. Keine Interviews, keine Biografie, kein Aalender-Spiel. Wer kein Aalender-Spiel hat, ist nicht mal semi-prominent. 86 war der Franz endlich Teamchef. Der Franz war als Teamchef praktisch die ganze Zeit schlecht gelaunt und hat sich unglaubliche Peinlichkeiten mit der Presse erlaubt. Ich habe gedacht, das war's jetzt, der beruft dich bestimmt nicht. Und dann kam dann doch der Anruf. Und ich bin hingefahren und ich habe wieder die ganze Vorbereitung gemacht und dann wieder nicht gespielt. Irgendwie bin ich auch mitschuld an der Geschichte mit der Ute. Es fing schon mit unserer Hochzeit an. An dem Tag war Viertelfinale. Das Viertelfinale fing um 12 an und wir haben um 9 Uhr geheiratet. Und von 10 bis 12 waren wir auf diesem Hochzeitsempfang, meine Kumpels und ich. Wir waren da. Wir haben vielleicht ein bisschen viel über das Viertelfinale geredet, aber wir waren da. Die Ute ist einfach geschlagen mit Fußball. Als sie geboren wurde, da war Eröffnungsspiel. Der Vater hat sie erst nach dem Finale kennengelernt. So was prägt natürlich. Und an ihrem 40. war wieder Eröffnungsspiel. Wir haben eine Party gemacht und ich habe versprechen müssen, wir gucken keinen Fußball. Und dann hat einer von ihren Gästen, ich betone, es war einer von ihren Gästen, der hat gesagt, ey, lass uns doch Fußball gucken, ist doch Eröffnungsspiel. Und dann haben die einen Fernseher geholt und wir haben in dem einen Raum Eröffnungsspiel geguckt und die Ute hat auf der Tanzfläche gestanden und geheult. 1990 in Italien, da war das eigentlich schon Berti Vogts Mannschaft. Der Franz war der Teamchef, aber der Berti Vogts hat die Taktik bestimmt und der hat mit uns die Laufwege trainiert. Der Franz hat seine Zeit nur damit verbracht, die Leute stark zu reden. Der Franz hat zum Andi Brehme gesagt, du bist der beste Fußballspieler der Welt und dann hat der Andi Brehme gespielt, als sei er der beste Fußballspieler der Welt. Der Franz hat praktisch alle zu kleinen Kaisern geredet. Außer mir. Das heißt ja immer, das ganze Team ist Weltmeister. Ich bin nicht Weltmeister. Ich habe ja nicht gespielt.
Beim Finale in Rom bin ich in der Halbzeit abgehauen. Die Ute hat unten in der Tiefgarage mit dem Auto gewartet und wir sind in die Stadt gefahren und haben irgendwo eine Pizza gegessen. Im Hintergrund lief das Endspiel, aber wir haben gar nicht hingeguckt. Privat zwischen Ute und mir ein Höhepunkt. Sportlich natürlich eine Katastrophe. Ich bin nicht neidisch auf den Franz. Der Franz war immer besser, ganz klar. Er war der Beste, immer ganz oben und ich immer ganz unten im Gefüge. Der Franz hat immer viele Frauen gehabt. Die meisten hatten Dirndl an. Ich habe immer nur die Ute gehabt. Einmal hat der Franz die Ute kennengelernt. Auf einer Weihnachtsfeier, wir saßen an einem Tisch. Ist die Ute aufgestanden zur Toilette und dann ist der Franz aufgestanden, hat so geguckt und gesagt: Schau mir mal. Die Ute hat hinterher gesagt: So schön wie mit dem Franz war es noch nie. Vielleicht hat der Franz die Ute ja vom Weißbier gelassen. Manchmal überlege ich, wie es gewesen wäre, wenn die Ute schwanger geworden wäre vom Franz. Vielleicht wäre ein Weltklasse-Fußballer daraus geworden. Wenigstens ein Wüllencamper, der ein Weltklasse-Fußballer ist. Ich bin mal hingefahren zum Franz nach Kitzbühel. Mit dem Zug. Bin den Berg raufgelaufen und da oben stand sein Riesenhaus. Er saß davor auf einer Holzbank mit einem Weißbier. Als er mich gesehen hat, der Franz, hat er gesagt: Ja, Mai, der Loder Wühlenkemper, setz dich her. Willst du auch Weißbier? Und dann hat mir eine Frau im Dirndl ein Weißbier gebracht und wir haben angestoßen und über die alten Zeiten geredet. Und dann waren wir still und haben nur so ins Tal geguckt, bis die Sonne unterging. Dann hat der Franz mir angeboten, mich in seinem Hubschrauber mitzunehmen zum Halbfinale. Aber ich habe gesagt: Lass mal, Franz, und bin nach Hause gefahren und habe das Spiel alleine geguckt. Fußball ist doch ein Sport für Blöde. Früher für wenige, heute für viel Blöde. Wenn heute noch mehr Fußball gucken als früher, dann heißt das doch nur, dass es heute noch mehr Blöde gibt als früher, dass die Blödheit an sich zugenommen hat. Ein Beweis unserer Verblödung. Der ganze Fußball ist der Beweis unserer Verblödung schlechthin. Nationale Zuwendung zum Fußball bedeutet nationale Zuwendung zur Verblödung. Dadurch, dass man sich dem aussetzt, dadurch, dass man sich der ganzen kommerziellen Ausschlachtung aussetzt, den hundertfachen Wiederholungen, den unendlich gedehnten Berichterstattungen, dem immer schon Gesagten und ewig Wiederholten setzt man sich aus. Wie ein Trüffelschwein sitzt man vor dem Fernseher und sieht ein ganzes Turnier weg. Und ganz selten findet man mal einen Trüffel. Ganz selten ist das mal gut, so ein Spiel. 8 Gruppen mit jeweils 4 Mannschaften, 64 Spiele. Man sieht sie sich alle an. Man kann sich bei seiner eigenen Verblödung zuschauen. 64 mal 90 Minuten, 64 mal 15 Minuten Halbzeitpause, in der man sich überlegen könnte, in denen man eine Chance hätte, sich zu besinnen, sich zu entschließen, das Sinnlose nicht weiter zu schauen, einfach umzuschalten, endlich Schluss zu machen mit Costa Rica gegen Norwegen oder mit Ecuador gegen Australien oder Ghana gegen USA, wo nichts passiert. Das weiß man doch vorher, dass bei Ghana gegen USA nichts passiert. Und man guckt es trotzdem. Warum nur? Nur um die eigene Verblödung zu steigern, sich in die eigene Verblödung hineinzusteigern, zu hoffen, dass man nichts mehr spürt, weil der Fußball an den stumpf und gleichgültig und blöd gemacht hat. Trotzdem hätte die Ute nicht wieder umschalten dürfen. Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nie allein, weil sie eins im Leben können. Füreinander da zu sein.